Ein herzliches Willkommen zurück zu Mega Aquarium bei Fabian LP. Ja, ich glaube, es wird eine der letzten Folgen hier in, oh, wie hieß es schon wieder hier? Muss man ganz nach unten gehen. Napolos. Napolos, genau. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe einen super Trick gefunden, der bestimmt in den Kommentaren auch stand. Mal schauen. Und zwar, wenn man hier über die Fische geht, dann sieht man, wie viele man in seinem Aquarium hat. Zum Beispiel beim Seestern 0. Und hier drin hat es noch super Platz. Oder auch nicht. Oh, zu hohe Wassertemperatur. Na, dann hat es nicht super Platz. Hätte mir das schon gewünscht. Aber man sieht, dass wir den Seestern nicht haben. Wir haben den da nicht. Und noch, genau, den da. Also wir haben 3 zur Auswahl und müssen noch 2 machen. Ja, den Seestern hätte ich jetzt schon gerne irgendwo reingesetzt. Ah, der braucht kalte Temperatur. Da ist aber voll. Hier könnte der rein, aber da wird er bestimmt gefressen, oder? Der Polak. Größe 3 oder weniger. Und der hat 3 am Anfang. Ja, ist natürlich, ja. Wir setzen den mal da rein. Mal 2 davon. So, die werden ja auch noch ein bisschen größer. Mal schauen, ob die gefressen werden. Und wenn sie da größer sind, dann können sie nicht mehr gefressen werden. Dann haben wir jetzt 20 Tiere. Oder wir müssen einfach schauen, dass wir... dass keiner gefressen wird, bis wir das Ziel erreicht haben. Das wäre auch die Möglichkeit. Okay, ein Gehege braucht es noch. Und die Frage, ein Gehege, ein Becken braucht es noch. Und die Frage ist natürlich, wo? Denn wir sind schon relativ gut umstellt. Wenn man es mal so sagt. Also es hätte schon verschiedenste Ecken, wo ich noch eine Lücke öffnen könnte. Wie zum Beispiel natürlich hier. So. Und dann könnten wir doch da... ein tiefes Wandbecken hinsetzen, so in die Mitte. So vielleicht. Muss ja nicht das Größte sein. Da mache ich zu. Ja, der Raum hier hinten. Super toll. Einmal eine Personaltür rein. So, dann lass uns da eine Rampe bauen. Gut. Wir haben genug Geld, deshalb kann ich zuerst einen Fisch reinsetzen. So. Der möchte nicht mit Barschen zusammen sein, aber sich selbst ist sicher möglich. Ja, er ist nur am Sterben, aber das ist... So, ich setze da mal auf 24. Dann braucht er natürlich ein paar Höhlen, so zum Beispiel. Ah ne, er braucht Steine. Sehe ich das richtig? Ja, er braucht Steine. Dann muss das Treibholz da leider wieder weg. Ich hätte auch von Anfang an das Geröll bauen können. Wär die bessere Alternative gewesen. So, einen Filter ran. Plus natürlich... eine Heizung. So. Und jetzt braucht er noch orange Pellets. Hier kann er haben. Und dann sollte auch der da gut leben. Wir haben 21 von 21 Tieren erfolgreich hingesetzt. Mehr oder weniger erfolgreich natürlich. So, und wir können hier hinten eigentlich auch öffnen. Und dazu machen.
So. Dann können die Mitarbeiter hier hin und her laufen. Da hätten wir jetzt noch genügend Platz für andere Dinge. So. Jetzt steigt natürlich die Zahl noch ein bisschen an. Und wir warten immer noch darauf, dass der da auswächst. Oder die Seesterne hier gefressen werden. Beides ist möglich hier. Hier ist alles möglich. Und ich sehe hier so viele Leute, die Hunger haben. Aber ich glaube schon, dass die Abdeckung gut ist. Die brauchen einfach ein paar Meter, bis sie dann da sind und etwas essen können. Vielleicht, wenn ich sie ihnen in den Weg stelle, geht es ein bisschen schneller. Okay, 4 von 8 Tagen ist er jetzt. Also wir sind in der Hälfte. Jetzt sind es 5 von 8 oder wie? Ja. Also Tag 42 sollten sie ausgewachsen sein. Bis dahin ist hoffentlich die Kurve hier relativ hoch. Aber komm, wir bieten so viele Fische an. Und dann schaust du hier rein. Dann sagen sie hier, Fahnenbarsch, bitte mehr davon, oder? Und dann, wenn er hier einmal schon wieder so ein Riffbarsch, schon wieder langweilig. Nur weil er zweimal vertreten ist. Aber von den anderen bitte mehr davon. Naja. So. Der Sven. Der könnte noch reinigen lernen, denn wir, ich glaube, wir haben nicht so viele, die reinigen können. Oder die das gut können. Sagen wir es mal so. Keine neuen Mitarbeiter verfügbar. Ich denke, es wird bei dem bleiben. So. Hier können wir ja die Gästebedürfnisse. Hier mache ich mal reparieren noch dran. Das sind die Aufgaben. So kann ich mir halt auch anschauen, ob Becken überfüllt sind, aber die würden ja sowieso angezeigt werden, wenn sie es wären. Okay, der Lorenzo, der kann alles. Man kann mit der Sichtbarkeit, kann man sich das Ganze noch ein bisschen besser anschauen. Und der gemeine Seestern ist gewachsen, sehr schön. Der da hinten aber noch nicht, der ist 7 von 8 Tage. Da sehen wir dann, welche nicht so sichtbar sind. Das sind die hier hinten. Am Ende natürlich, der 94%, auch nicht so. Der da unten. Und auch hier hinten ist die Sichtbarkeit nicht ganz so hoch. Natürlich da, wo sie reinkommen und durchlaufen, da ist sie sehr hoch. Da haben wir auch gute Fische im Angebot, ehrlich gesagt. Der da ist ja eher ein bisschen, ja, verpackt. Ich weiß ja nicht. Der ist da nur am Boden. Und da seht ihr, das jüngste Gästefeedback deutet darauf hin, dass die Spezies große Tiere gut ankommt. Gute Arbeit. Und wir haben den Rangaufstieg geschafft. Jawohl, Rang 7. Kriegen hier Podium, Dreiecksalge, lebende Felsen, Kompass, Kanone und Headset-Mikrofon. Okay. Und dann haben wir diverse Dinge erforschbar. Jetzt, da sie Rang 7 erreicht haben, stehen ihnen das Podium und das Headset-Mikrofon zur Verfügung. Damit kann ihr Personal Vorträge halten. Oh! Mitarbeitervorträge erlauben es ihnen, zusätzliche Punkte zu erhalten. Der Typ der erhaltenen Punkte basiert auf dem Vortrag. Das Vortragsthema basiert auf den Tieren, die sich in dem Becken befinden, das sich in der Nähe des Podiums befindet. Die Anzahl der erhaltenen Punkte basiert auf der unterhaltenen Fähigkeit des redenden Mitarbeiters und der Anzahl der in der Nähe befindlichen Gäste. Ah, deshalb gibt es unterhalten. So, und wir sollen die optionalen Ziele abschließen, um den ersten Vortrag zu halten. Ich würde mal die grüne Muräne nehmen. Der große Doppelfilter, der ist ein bisschen groß. Kleines Tunnelbecken. Regal mit Ballons. Ah, zum Verkaufen. Kaffeeautomat. Tiefes Ausbissbecken. Ich nehme mal das. So, einmal langsam. Das Hauptziel, 1400 Punkte, müssen wir erreichen. Und ich möchte schon mal einen Vortrag über den Epaulettenhai. Der ist ja hier. So.
Hier haben wir das Podium. Es muss natürlich genug nahe dran sein. Also hier zum Beispiel. Fähiges Personal haben wir ja. Und jetzt kommt das da vorne dran, oder wie? Nee, habe ich anscheinend nicht ganz verstanden. Drauf geht ihr nicht, hier hin. Ja. Stellen sich die Leute denn auf das Podium oder wie? Also, es gibt mir mal vor, wir haben ja einen Mitarbeiter, der das kann. Ich glaube, das Zeichen ist er. So. Ich glaube, der steht dann irgendwo, auch im Hintergrund, da herum und nimmt sich das er nimmt sich das Headset und stellt sich da drauf. Und der Ständer, der wird nur benötigt, damit er sich das Headset holen kann. So, der ist hier unterhalten. Da machen wir gerade mal eine 2 daraus. So, einmal langsam bitte. Also, dann heißt es natürlich, dass das Headset auch hier in die Ecke kann, zum Beispiel. Und dann hatten wir Quinn, war's Quinn? Ah, da steht er. Füttern, unterhalten. Ah, die Melissa hat auch gerade was. Die mache ich auch noch unterhalten. So, und er hat Arbeitsareal hier. So, er muss sich immer hier aufhalten. Und da steht er. Aha. Und jetzt erzählt er da irgendwas über diesen Hai. Und die Leute schauen hier zu. Also man kann da das sein. Er steht jetzt da oben mit dem Headset. Sieht so, ja, speziell aus. Ah! Und dann geht er schon wieder weiter. So, heißt der Pfeil, dass es jetzt um den Hai geht? Weil ich glaube, davor ging es hier um die Quallen. Das ist doch der Hai, oder? Ja. Okay, ich bewege das mal hier hin. Und dann sollte ich seinen Arbeitsbereich nochmals... Ne, nicht Geralt. Ah doch, Geralt hat das vorhin gemacht. Aber wir haben den Quinn, den Arbeitsbereich. Ja, haben wir eigentlich gut eingeteilt. Ist da drin enthalten. So, Fenster schließen. So, wir haben die grüne Moräne freigeschaltet. Dann nehmen wir doch... Ja, was nehmen wir da? Steinbutt. Ah. Und jetzt gibt es da wieder einen Vortrag. Irgendwie interessiert es niemanden. Habe ich so das Gefühl. So, ich schalte mal ein bisschen schneller. Ja, funktioniert nichts. Sich nicht. Ah. Ich kann hier das Vortragsthema ändern. Ach so. Infos über das Aquarium, Beckenwartung, Röhrenkorallen. Ah, hier ist der Hai drin. So, bestens. So geht das also. Tage dazwischen 0. So, und da war der Vortrag auch im Gange. Super. Okay, haben wir schon mal geschafft so. 1200 von 1400. Wir brauchen 200.
zusätzliche Punkte. Und da kommt zum Beispiel die Myräne ins Spiel. Die Frage ist nur, wo kann man die wieder gut darstellen? Hier ist die Zebra-Myräne und jetzt haben wir die grüne Myräne. Es frisst Hering alle zwei Tage, also etwas Neues wieder. Frisst mehr. In 5 Tagen wird's... Alter. Es wird 28 groß. Okay, das ist richtig fett. Und für die brauchen wir ein richtig gutes, großes Gehege. Wir könnten ja mal hinter dem Eingang hier. So, wenn ich jetzt hier mal so wegmache... Ah, geht gar nicht. Ja, da geht nicht. Okay. Schade. Dann hier hinten. Einmal natürlich hier die Wände noch dicht machen. Genau so. Und jetzt stellen wir hier ein größeres Belfast-Becken auf. So zum Beispiel. Vielleicht ist die Sichtbarkeit nicht ganz so atemberaubend. Aber es sollte ausreichen, so eigentlich. Ich möchte nur so richtig zeigen, was wir haben. So. Nach die Hälfte des Geldes gleich mal investieren in das. Sollte erreichbar sein. Ja, Sichtbarkeit ist relativ tief. Kann ich auch wieder ausschalten. Okay. Dann kaufen wir mal ein paar. 28 wird's groß. Ja, jetzt muss ich noch rechnen. Ach Gott. So. 5 von denen sind dann 140. 1, 2, 3, 4, 5. Also jetzt habe ich 140. Plus 28 gibt 168. 96, das würde dann reichen. Erstmal. So, dann eigentlich die günstige Pumpe. Angeschlossen hier. Auf jeden Fall einen großen Filter im Minimum. Warmes Wasser natürlich. Also, ein klein wenig müssen wir hier wieder... Ah, geht ja nicht. Dann habe ich wieder richtig gut überlegt. So, machen wir zuerst die Einrichtung. Ne, das Geld ist weg. Unglaublich. Aber cool sieht sie aus. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall brauchen wir Hering. So, hier sind Heringe. Ah, wie viel kosten die denn wieder? Ja, da ist schon eine ist schon gestorben. Na, ja, toll. Das war nicht eine tolle Aktion von mir, ehrlich gesagt. Ich lasse die Zeit ein bisschen laufen, dann sterben die uns vielleicht weg. Und hier vorne sieht es auch nicht gerade gut aus. Zumal hier jeder reinsehen kann. Ich habe nicht so gescheit gebaut. Ich kann aber das Becken ja verstellen. Vor allem einfach eins nach vorne setzen. Ohne großen Aufwand natürlich. So, und den trotzdem noch anschließen. Bewertung ist nicht mal im Keller. Das geht sogar noch. So. Also, Heringe hier in die Ecke rein. Dann kann man sie schon mal füttern. Und das nächste ist dann wirklich, dass wir da... Eine Wand kostet 5. Die kann ich mir auch noch leisten. So. Die andere Wand hier drüben. So. Ja, die konnten wir uns auch noch leisten. Ist zwar unschön hier mit dieser Seite. So,
erstmal eine größere Heizung rein, damit es ein bisschen warm ist. Es ist jetzt 90 von 225. Ist jetzt nicht atemberaubend gut, aber immerhin etwas. Auch so wie mit dem Interieur hier. So, dann haben sie immerhin die Hälfte. Oh, die sterben alle ab. Toll. Die hat 480 gekostet. Die kosten auch, aber auch. Den Steinbutt haben wir da freigeschaltet. Der kostet bestimmt noch mehr. 238 geht sogar noch. Da ist noch eine Person da drin. So. Ja, das tut mir leid. Nee, da können wir jetzt nicht aufhören. Da müssen wir weiterspielen. So eine Situation. Oh, ein Mitarbeiter wieder. Reparieren. Ich könnte auch mal nichts auswählen. Oh, wir haben wieder viel Geld. Denn dann würde der uns nicht mehr im Monat kosten. Das sieht ein bisschen verpackt aus hier. Ne, was mache ich jetzt wieder? So dahin. Gut. Und ich muss den Raum hier hinten ausbauen. Und da muss eine weitere Pumpe hin. Ja, war jetzt wirklich nicht der beste Schachzug. So. Also, es fehlt immer noch vor allem an der Wärme. Filterqualität ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt noch Steine. Nicht genügend Geld. Aber ich glaube, jetzt ist schon mal viel, viel besser als vorhin. Ja, keine neue E-Mail, immerhin. Das Becken sieht noch ein bisschen leer aus. Es ist halt auch riesig. So, wir machen hier mal unterhalten. So ein paar Podiums-Dinge müssen wir auch noch aufstellen. Dann erhalten wir nämlich auch automatisch mehr Punkte. Wir sinken gerade wieder. Ja, und das Ding ist jetzt einfach noch weitere Myränen kaufen hier. So. Jetzt haben wir wieder 6. Ja, denn ihr seht, der Preis pro Tag steigt immer mehr an. Ah, und sobald wir 6 haben, reicht das auch nicht mehr aus. Sehr toll. So, gefüttert werden sie immerhin gerade. Ich kann nur noch einen einfachen Filter dahinstellen. Welcher macht mehr? Der macht 36, der auch. Also es kommt nicht drauf an. Reicht aber aus, reicht aus. So, wir machen gleich Schluss. Nur noch das rein. Und jetzt ist wieder die Welt in Ordnung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das ist die grüne Zebra-Myräne. Ich kann nicht aufhören, heute zu spielen hier. Aber man sieht sie so schlecht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!